So, Hafen von Nossan. Zuerst verkaufen wir natürlich mal Hafen. Werft. Reparieren natürlich. Wie viel gibt's? Oh, 1400. Das bleibt gleich. Gut, gehen wir. Speichern wir schon mal jetzt. Also $10.000. Wie war die Jagd? Angenehm. Angenehm. $7.000, okay. Ich wusste, dass du es mögen wirst. Okay. Naja, wir haben es ja für die Konföderation getan. Genau. Und jetzt müssen wir wieder eine Nebenmission machen, oder? Ja, genau. Gut, aber das machen wir in der nächsten Aufnahmesession. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich mir noch eine neue... Ich mache das immer so traurig, wenn ich da den Rahmen vom Ba... Ah, ich bin ja falsche Stadt. Sehen wir in der... Also, wenn ich, ehrlich gesagt, wenn ich von dieser Besatzungsleute... Ich muss ganz ehrlich sein, ich würde nicht anheuern, weil wenn da der Captain andauernd kommt und Leute sucht zum Anheuern, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Ich fahre aber mal nach... eigentlich könnte ich da mal auch einen Auftrag entgegennehmen, wenn der ja schon was für Havanna hat. Werft? Nein, nicht Werft. Nein, nicht Werft. Hafen natürlich. Schießpulver nach Galveston. 3700, das nehmen wir an. Und wir kaufen noch Gewehre. Ja, aber keine Angst, das mache ich dann off-air. Ja, weil ihr kennt ja das schon mit der Handlerei und so. Also, der Ablauf, ich werde jetzt in Key West auch nochmal Gewehr holen, und dann eben nach Galveston und dann dort Baumwolle kaufen, die wieder in Nassau verkaufen, und dann machen wir weiter mit den Story-Missionen. Aber ich glaube, das mache ich off-air. Jetzt schnell speichern. Oder wisst ihr was? Ich nehme euch mit, aber ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Also bis dann und tschüss. Ja, und hallo zurück zu Let's Play North and South Pirates.
Und ja, ich habe was rausgefunden, etwas Revolutionäres, das den Verlauf des weiteren Spiels beeinflussen wird. Nein, ich habe was rausgefunden, und zwar wegen dieser Handelsgeschichte. Ich hatte ja extra da ein paar Folgen gemacht, habe da gemeint, ich sei da gut, wie ich da stundenlang, na gut, stundenlang war es nicht, waren nur ja, noch knappe Stunde und so. Aber ich habe rausgefunden, es gibt was ganz Einfaches, und zwar habe ich mich immer gegeben in den Laden. Und zwar bei der Werft ist so, wenn ich jetzt da die Gewehre kaufe, dann, wenn ich die gekauft habe, gibt es die ja da hier nicht mehr. Und ich habe immer gedacht, von was hängt es ab, dass der wieder Nachschub bekommt? Es gibt ja drei Häfen, Nassau, hier Key West und auch noch Campeche in Mexiko, wo Gewehre und Schwarzpulver verkaufen. Ich habe immer gedacht, wenn man die einmal kauft, also in Nassau kann man, glaube ich, sogar zweimal kaufen, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mich immer gefragt, von was hängt es ab? Nein, man kann nicht zweimal kaufen. Ich komme jetzt gleich darauf zurück, warum ich den Eindruck hatte, dass man es zweimal kaufen kann. Aber ich habe immer gedacht, von was hängt es ab? Ich dachte immer, man muss Missionen erledigen, dass der wieder Nachschub bekommt. Dann habe ich auch gedacht, es kann sein, dass man warten muss. Habe dann monatelang gewartet, aber der hat immer noch keinen Nachschub bekommen. Und dann habe ich endlich gecheckt, dass es mit dem Laden zu tun hat. Das heißt, wenn ich hier Gewehre kaufe und dann speichere und gleich wieder lade, dann hat er wieder Gewehre. Und das ist natürlich ganz toll. Man kann nämlich sehr schnell viel Geld verdienen, aber bevor ich das jetzt tun werde, gehe ich mal. Ich habe euch ja im letzten, in der letzten Aufnahmesession, sorry, in der letzten Aufnahmesession versprochen, dass ich muss mal schauen, hat meine Besatzung überhaupt genug Mann? Ah ja, da ist vollzählig gut. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nach Galveston da noch mitnehme. Und künftig, ja, da ich ja jetzt zum Glück weiß, es wäre natürlich toll gewesen, wenn ich das früher herausgefunden hätte, aber eben, ich habe das Internet durchforstet, es gibt keine Komplettlösung für dieses Spiel, North and South, Pirates und auch so Tipps und Tricks, ja. Tipps und Tricks gibt es auch, habe ich auch keine gefunden und so. Und ich muss sagen, also ich bin da wirklich quasi, ja, ein bisschen Vorreiter. Ist schön mit der Wolke, da wie die das gemacht haben, sieht richtig cool aus. Ja, eben. Und ja, ich muss sagen, da darf man das mir vielleicht verzeihen, dass ich da das nicht zu Blockadehafen. Ja, gehen wir. Genau, und ja, ich werde jetzt das Schiff wieder. Warte mal schnell. Ah ja, genau, ich kann ja meine Dings wieder nehmen da, meine Gatling. Nein, nicht die Rakete, sondern die Gatling, genau. Ihr seht, der schießt jetzt auch mit. Oh nein, 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 nein. Also eigentlich müsste ich das jetzt besser können mit den Raketen, aber voll daneben. So, jetzt aber. Ah, ich habe das Spiel jetzt die längste Zeit, als ich da wegen dieser Handelsgeschichte, habe ich es ohne Dings, ohne Kommentar quasi gespielt. Und das war irgendwie lange. Also nein, das Spiel macht natürlich schon Spaß, aber wenn man da natürlich noch kommentiert, dann macht es viel, viel, viel mehr Spaß. So, und jetzt, ihr kennt es ja schon, wieder Schnitt wegen der Splatter-Szenen. Ja, hallo zurück. Ja, die Schwertkämpfe werden langsam härter. Wir müssen hier mal das Brot durch Käse ersetzen, weil das bringt uns mehr. Ja. Gut. Handelsware. Ja, wir haben alles voll, können da nichts weiter tun. Deshalb. Ah, doch, hier können wir. Aha. Mann.
So. Vergleichen. Ja, nein, wir sind da natürlich top mit unserem Boot. Auktion. So, wir sind in Galveston, gehen gleich mal zum hiesigen Händler. Bekommen 3.700 Dollar, ist natürlich auch nicht schlecht. Und verkaufen mal die Gewehre. Ja, die verkaufen wir alle schön. So, und wir kaufen Baumwolle. Ups. Und jetzt hat er ja keine Baumwolle mehr. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir schnell speichern. Ja, Key West ist gut. Genau, und jetzt habe ich fest, man kann hier jetzt gleich laden. Also man muss da nicht immer warten, bis er da aus dem Geschäft rausgeht, sondern man kann gleich laden. So kann man das ein bisschen abkürzen. Das ist noch ein guter Trick. Handelswaren. Moment mal, vergrößern. Ah nein, dein Inventar ist bereits riesig. Ich kann nichts tun. Ah, okay. was ist das hier? Pillen. Stellt 300 Treffer wieder her. Ja, dann nehmen wir natürlich die Pillen. Wenn die da wiederherstellen, ist eigentlich Fleisch. Ne, 200 Treffer eben. Die Pillen sind sogar besser als Fleisch. Und Fleisch würde ich sowieso nicht anfassen, wie gesagt. Aber das Brot, das fette Brot, lassen wir mal hier. Genau, und das hier kommt. Das brauche ich nicht. Ich nehme da lieber mal noch Munition. Ah ja, genau, und den hier, den habe ich ja. Ah, die kann ich. Es ist ja kein Waffengeschäft, kann ich gar nicht verkaufen. Okay, kein Problem. Gut, ich werde da mal noch einem Waffengeschäft schauen müssen. Ich möchte mich da ein bisschen rüsten für künftige Schlachten und so. Genau. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, eben, ich habe jetzt den Spielstand ja neu geladen, gleich wieder. Und wenn ich jetzt in zum Händler gehe. Aha, er hat wieder Baumwolle. Und das ist natürlich wunderbar. Und ich werde euch dann nachher gleich noch was zeigen. Ja, das reicht, komm. Gehen wir. Ich werde euch noch was zeigen. Allerdings werde ich hoffe, ihr entschuldigt mich. Ich werde da. Es wird nicht lange dauern, aber ich werde dann auf Englisch, also ich glaube, ich werde Englisch und Deutsch sprechen, weil ich möchte dann diesen Teil des Videos, also der Folge, den möchte ich eben für eine Folge verwenden, die ich quasi Deutsch und Englisch mache, weil die möchte ich, dass ein breiteres Publikum auch in den Genuss, kann man sagen, dieses Tricks quasi, den ich herausgefunden habe, eben wie man da mit dem schnell Geld verdienen kann und so, möchte ich das so ins Netz stellen. Also das quasi der Teil des Videos wird doppelt vorkommen, einmal hier im Rahmen dieses Let's Plays und einmal noch als quasi separate Folge, als, ja, wie nennt man das quasi, als, ich habe das für GTA Vice City auch gemacht, so einzelne Episoden quasi am Anfang noch mit PowerPoint-Präsentationen, ja, bestimmte Dinge, wie man da irgendwie einfacher ja, vorankommt im Spiel und so. Ich habe auch mal, wie sagt man, für GameFAQs habe ich auch schon Berichte geschrieben, aber eben heute macht man das ja nicht mehr mit GameFAQs. Also man kann immer noch mit GameFAQs, also möchte jetzt nichts gegen GameFAQs sagen, GameFAQs ist super und so, aber heute macht man ja das auch mit quasi mit YouTube, oder? Genau, und jetzt verkaufen wir hier zum besten Preis, also ist immer noch gleich geblieben. Nassau zahlt für Baumwolle den besten Preis. Da hat sich nichts dran geändert. Jo. Genau. Nein, wir reden nicht über Job. Wir gehen jetzt verlassen. Wir gehen jetzt nach. Obwohl, warte mal schnell. Wir gehen jetzt als erstes mal zum Waffenhändler, genau, und schauen mal, was der so Schönes für uns hat.
Hat der Gallagher, Moore, Remington, was haben wir hier? Remington Jagdbüchsen, was ist das hier? Spencer Karabiner.